Vor 5 Jahren, zur Zeit, als die Pyramiden erbaut wurden, spielten ägyptische Pharaonen ein Spiel von gewaltiger und schrecklicher Lotten, von unvorstellbarem Ausmaß, der die ganze Welt zu zerstören drohte, bis ein Junge namens Yugi die Lotten bändigte. Zeit für... Hey, Joey. Und Erde, worauf wartest du? Du bist dran. Och, ist der nicht süß? Hey, Duelmonster, Yugi zeigt mir gerade, wie man Tristas spielt. Was? Du Geistesleuchte. Oh, Yugi ist der Experte. Yugi hat Ja. Was? Wo gibt's denn sowas? Spieleladen. Hier ist der... Hallo. Ah, Yugi, perfekt. Kaiba? Warum kommst du nicht einfach... Deine Freunde können sich um deinen Großvater kümmern, während wir uns duellieren. Jeder legt seine Bitte in die linke Hand. Jeder von uns beginnt mit 0 Lebenspunkten. Wer als erster bei 0 ist, hat verloren. Ich glaube, du bist auch der Meinung, dass das etwas mehr Leben ins Spiel bringt. Das virtuelle System ist bereit. Lass uns anfangen. Ich greife an mit dem gewaltigen Club. Mach dich auf was gefasst, Yugi. Na schön, jetzt bin ich dran. Hier kommt der Sabi, Clown der Dunkelheit, aber diese Karte hat doch kaum Angriffskraft. Richtig. Ich werde meinen Großvater opfern, aber die Gesamtzahl meiner Lebenspunkte sichern. Ach, du bringst es auch nicht weiter als der alte Mann, Yugi. Dein Großvater ist genauso schwach und krank wie dein Großvater. Mein Großvater ist mein Großvater. Ich habe den weißen Neger. Was? Völlig unmöglich. Das gibt's doch nicht. Ein Großvater ist was für Verlierer. Gib auf, Yugi. Oh, eine Karte. Großvater sagte mal. Nur ein einziges Monster ist unbesiegbar. Der weiße Lübel. Schwarz! Du schaffst es, fahr Kaiba kräftig in den Hintern. Zieh deine letzte jämmerliche Karte, Yugi, damit ich endlich Schluss machen kann. Das Deck meines Großvaters enthält keine Exodia-Karten, Kaiba. Aber es enthält die jämmerlichen Karten, Kaiba. Lichtblitz-Attacke! Ich kann's nicht fassen. Ach, dieser hinterhältige Schleimer hat Yugi besiegt. Mein Herz hing an dieser Karte. Sie war ein Teil von mir. Oh. Das Spiel der Schach. Dieses Krieg mündete in einem Spiel von unvorstellbarem Ausmaß, bis ein mutiger und mächtiger Pharao die Magie bändigte. Na schön, schön. Jetzt pass mal gut auf. Mein Bolzen wird dich zerschmettern. Ich glaube nicht, dass Thea das Gott eine Chance gegen meinen Giganten Bolzen hat. Ja, dem bin ich wohl nicht gewachsen. Bitte, Yugi, hilf mir, ihn zu überreden. Ich werde auch mein Bolzen hart trainieren, ich versprech's. Aber wenn ich dir helfe, musst du hart an dir arbeiten. Ich will alles machen, heil mein Bolzen. Sollte stehen. Ich weiß, du hast wochenlang trainiert, aber Giga, du bist noch nicht so weit. Mach mich nur fertig. Außerdem bist du so müde, dass du kaum die Augen offen halten kannst. Ich glaube, Großvater hat ihn ein bisschen zu hart rangenommen. Es stimmt, was die Alten sagen. Wer schläft... kriege ich Kopfschmerzen. Dieses Päckchen ist für dich gekommen, Yugi. Es ist von der Firma... Dildo King. Das ist doch die Firma, die Dildo was herstellt. Warum schicken sie dir ein Päckchen, Yugi? Wenn ich das wüsste. Ich bin gespannt, was drin ist. Dildo hat 16 cm Durchmesser und ist ungefähr 60 cm hoch, also wie so ein fetter Unterschenkel. Ich grüße dich, kleiner Yugi. Ich bin Maximilian Pegasus. Das ist der CEO von DildoKing.de. Ich habe einige hochinteressante Dinge über dich gehört, Yugi. Dein überwältigender Bolzen hat mich so beeindruckt, dass ich mich entschlossen habe, deine erstaunlichen Fähigkeiten persönlich zu testen. Das ist verrückt. Ha! Wie du siehst, Yugi, sind diese Monster echter als echt. Und ebenso gefährlich. Ach, kleiner Yugi-Boy, du amüsierst mich wahrhaftig. Oh, seht mal, Raptor macht eine Raptor gerade fertig. Sind die beiden eigentlich gut, Yugi? Oh ja, die beiden haben ganz schön Bolzen. Kannst du mir sagen, warum ich gewinne, Yugi? Zeig mir, was ich falsch mache. Checken wir mal deine Karten und sehen uns dein Deck an. Hä? Na schön. Hier, mach. Mal sehen. Damit kannst du gewinnen, Joey. Du hast hier nichts außer Zauberkarten in deinem Deck. Aber echt? Mein Kampf, Halli.